Guten Morgen oder ein Grüezi hier aus der Schweiz, am zweiten Tag meines Urlaubes hier in Zweisimm. Ja, es ist wieder schönes Wetter, zumindest ist es heute noch, und es ist so ein schönes Wetter, dass man sogar Ballon fahren kann. Ja, und die Aussichten sind jetzt richtig klar. Da hinten die großen Berge, auch noch schneebedeckt. Boah, die gehen schon über 3200 Meter hoch. Und ja, bei dem Wetter muss ich natürlich unterwegs sein. Heute mit dem Rennrad. Heute mache ich eine doch etwas längere Runde. So circa 100 Kilometer sonst werden. Und ein Pass ist natürlich auch dabei. Der Jaumpass, der ist hier nördlich von mir. Muss ich das Tal ein Stück hinunterfahren und dann geht es links ab. Und dann geht es hoch auf den Jaumpass über 1500 Meter. Und dann geht es runter, immer weiter. Ganz schön lange Abfahrt müsste es sein. Richtung Guyère, dem See, dem Stausee und der Stadt Bull. Und dann geht es hier wieder hoch von der anderen Seite Richtung Sarnen und dann komme ich wieder von da oben, wie ich gestern gefahren bin, auch wieder runter. Boah, etliche Höhenmeter werden es wieder werden, aber bei dem Wetter wird es richtig viel Spaß machen. Tolle Aussichten wird es ja wohl hoffentlich auch wieder geben. Boah, Gewitter und so kommt erst spät nachmittags. Also alles im grünen Bereich, ich darf bloß nicht zu viel bummeln. So wie gestern, dann komme ich ja nie, und gestern habe ich nur 40 Kilometer geschafft. Ja, heute soll es über 100 werden. Das wird wohl trotzdem laufen. Ich habe ja immer die Möglichkeit, im Zug einzusteigen und hier zurückzufahren, wenn da irgendwas ist, falls Unwetter aufzieht oder irgendwas. Also alles im grünen Bereich. Ich hoffe auch, dass das wieder schöne Bilder geben wird. Also muss es eigentlich. Also dann wünsche ich viel Spaß dabei. Hier ist nun der Abzweig. Wie ich sehe, der Pass ist offen, kein Schnee mehr. Aber war auch nicht zu erwarten. Bin jetzt auf 850 Meter Seehöhe. Der Pass ist auf 1500. Oh, gutes Stück. Ich weiß gar nicht, wie steil der ist. Ich habe mich gar nicht so informiert. Ich will das auf mich zukommen lassen. Vielleicht ist es auch ganz easy. Ja, aber ich habe hier nochmal einen schönen Blick. Noch weiter runter ins Simmental, das Niedersimmental. Richtig klasse. Ich werde jetzt da reinfahren. Bull steht gleich dran, glaube ich, nur 37 Kilometer. Ist gar nicht so viel. Naja, aber ich bin jetzt 8 Kilometer gefahren. Und ja, sieht ganz gut aus hier. Und ich hoffe, da oben auch. Also auf geht's zum Pass. Die Tausendermarke habe ich wieder erreicht. Toller Blick hier wieder runter ins Tal. Da oben ist noch der Ballon zu sehen, der heute Morgen in Zweisimm gestartet ist. Also das ist schon einmal hier so quer rüber. Scheint ordentlich Wind da oben zu sein, schon so weit ist. Aber die Aussicht hier, die Aussicht, ach, nicht nur in diese Richtung, sondern auch in diese Richtung. Einfach nur wieder grandios. Die Straße ist nicht viel befahren hier. Kommt ab und zu mal ein Auto, sieht mir aus nach Bauern, die Milch runterbringen, und mal ein Wohnmobil. Das sind jetzt hier immer so 8 bis 10% hier hoch.
ja, anstrengend ist, aber solche Aussichten, oh, bei solcher Aussicht einfach, einfach genial. So macht das Spaß. Ja, weiter geht's. Jetzt mal ein kurzes Flachstück mit 2-3%, aber man sieht die Straße schon wieder, da geht's hoch. Also richtig ruhig hier, nur ganz vereinzelt mal ein Auto, richtig toll da. Im Tal da unten, da war ja so viel los, da konnte ich auch nicht so viel filmen, aber hier jetzt bergauf, so schön ruhig, richtig toll mit tollen Aussichten. Wow. Auch wenn die Aussichten im Moment immer noch dieselben sind, aber je höher man kommt, umso aussichtsreicher, umso schöner wird es doch. Ich bin jetzt auf 1367 Meter, also gar nicht mehr so weit bis zur Passhöhe. Und dann gibt es auch mal eine andere Aussicht. Geschafft. 7,5 Kilometer Steigung waren es. Ich würde sagen so um die 8% Durchschnittssteigung. Es war wirklich nur das eine kurze Stück, was etwas flacher war, sonst waren es immer 8%. Aber gut zu fahren. Aber boah, durchgeschwitzt bin ich, aber es ist ja nicht so warm. Ich bin ja auch früh hier, es ist noch keine 10 Uhr. Bin ja früh gestartet extra. Dann knallt hier nicht so die Sonne rauf. Richtig toller Pass, richtig schön zu fahren. Ja, wird dann natürlich auch Zeit für eine Pause. Mal sehen, ob ich hier ein Plätzchen finde. Ich muss noch ein bisschen trocknen, bevor ich abfahre. Sonst wird das ein bisschen kalt. Aber ich habe schon gesehen, da kommen schöne neue Berge auf mich zu. Neues Panorama. Aber erstmal eine kleine Pause hier auf dem Pass. Da hatte ich doch den richtigen Riecher. Ich bin ein kurzes Stück hier hochgefahren und schon eine schöne Bank mit toller Aussicht. Richtig super. So, ich habe jetzt mal wieder meinen Rucksack ausgepackt. Ja, der ist ziemlich voll heute, weil die Regenklamotten sind auch mit. Es ist ja nicht ganz ausgeschlossen. Jo, Naschkram, naja, habe ich nicht so mit. Ich habe mir Powerriegel und sowas mit. Sowas kriegt man ja nicht so unterwegs. Deswegen alles im Rucksack. Mal ein einzelnes Getränk. Ja, dann kann man ja immer mal nachkaufen. Aber deswegen habe ich immer den Rucksack. Karte ist da noch mit drin, falls Navi irgendwann mal ausfällt und also ein Kleinkram, Stativ oder irgendwie sowas. Deswegen fahre ich hier mit Rucksack hoch auf dem Rennrad. Wie man auch sieht, ich habe keine Klickpedale. Das hatte ich schon mal gesagt irgendwann, weil ich so viel film und guck und schau und dann immer das Einklicken, Ausklicken, das ist viel zu nervig. So, wenn ich sonst normal unterwegs bin, habe ich die auch mal dran. Aber so, wenn ich film, für euch, für mich,
denn nicht, weil ich dann immer viel zu oft absteige und all den Kram. Aber sonst mache ich das eigentlich auch. Aber hier habe ich da auch gar nicht erst mitgenommen, weil ich werde hier alles filmen, was ich habe. Erstmal ein paar Snacks jetzt hier, ein paar Powerriegel, eine kleine Cola und dann geht's weiter. Dann geht's runter nach Guyère. Ja, ich komme bald in die französisch sprechende Schweiz. Da unten gibt es ja einen Stausee, richtig schön gelegen. Also gleich geht es ordentlich abwärts. Noch könnte ich ja zurück und abbrechen, weil ich habe ja eigentlich erst 17 oder 18 Kilometer geschafft von den 100. Aber jetzt geht es erstmal lange bergab. Bin ich jetzt unten im wunderschön gelegenen Örtchen Jaun. Von da oben komme ich. Das war echt eine steile Abfahrt. Das ist echt steil gewesen. Über 10% ging es runter teilweise. Also die Ecke ist steiler hier. Habe ich also richtig rumgefahren. Aber richtig tolles Örtchen. Schmiegt sich hier so rein. Auf das letzte Stück deutschsprachig hier. Bin schon im Kanton Fribourg. Ja, und da unten schießt das Wasser aus dem Berg. Ja, man merkt, hier ist ein richtig starker Wind das Tal hinauf. Da kündigt sich schon ein bisschen das schlechte Wetter an für die nächsten Tage. Aber noch ist es schön, heute bleibt schön. Aber ich muss jetzt erstmal anscheinend gegen den Wind fahren. Bis Guyère runter, Bull, bis zum See. Ganzes Stück runtergefahren, bin jetzt in Chermey. Ich würde sagen, hier wird es langsam flacher. Was hat flacher? Hier geht es auch schon wieder hoch. Da oben ist so ein Radreise, der hat jetzt ordentlich zu kämpfen, hat mit Anhänger und alles. Ja, ich habe auch zu kämpfen, aber alles easy. Ja, jetzt ein paar Wolken, gerade im starker Gegenwind in dem engen Tal, aber jetzt ist es schon wieder hier ruhig. Oh, sehr merkwürdig. Ja, und da kommt auch schon wieder blauer Himmel auf mich zu. Also waren nur ein paar durchziehende Wolken. So, dann muss ich hier wohl noch ein Stück hoch und dann geht es weiter runter. Ich bin jetzt auf 880 Meter Seehöhe. Ich glaube, der See, der andere hier, ist irgendwie auf 700 Meter. Bisschen ist es noch runter.
Hier bin ich jetzt unten am Stausee. Ich bin auch schon ein Stück an ihn entlang gefahren. Hier mittendrin ist eine Brücke. Hier bin ich noch die Schleife hingefahren. Man kommt eigentlich nicht so richtig ran an See. Man sieht ihn auch kaum. Ziemlich hier im Tal. Also von der Straße oben habe ich nicht viel gesehen. Jaunpass ist alles vorbei. Die Abfahrt war richtig gut. Die Straße war gut asphaltiert und wenn mal nicht so gut ist, sind die schon dabei und machen das schon wieder. Aber richtig schöne Stelle hier. In der anderen Richtung sieht es natürlich noch besser aus. Ich will mal gucken, dass ich gleich mal eine Pause mache. Noch keine 12. Gleich die Hälfte geschafft von meiner Tour heute. So, hier ist viel Verkehr, ist klar. Hier bin ich unten raus aus Alpen gekommen. Hier wohnen ja auch viel mehr Leute. Aber richtig klasse Tour bis jetzt. Kann so weitergehen. Ist schon seit langem eine Bank mit Aussicht. Waren zwar einzelne Bänke, aber keine Aussicht. Aber jetzt setze ich mich hier halt auf die Wiese hier im Ort. Morlon. Ja, hier ist alles französisch. Das Dreisprachige ist total weg. Also zwei Sim, alles dreisprachig und hier nur noch französisch. Naja, egal. Ich verstehe halt den Bahnhof. Aber ich sitze jetzt hier so schön mit einer tollen Aussicht auf den See der Gruyère. Wow. Aber das ist leider etwas voll. Was heißt leider, ja? Es soll ja morgen richtig viel Regen kommen. Richtig, also richtig viel in den nächsten Tagen. Müssten sie eigentlich was ablassen oder sie kriegen das nicht so schnell, weil es von den letzten Tagen noch so viel nachläuft. Ja, das könnte vielleicht ein Problem werden die nächsten Tage. Aber heute ist Topwetter. Ich bin froh, dass es die Sonne jetzt nicht so ganz so durchschafft. Es ist jetzt schon 24 Grad trotzdem. Richtig toll. Ich mache jetzt erstmal eine Pause. Wieder eine Snackpause. Das langt erstmal wieder. Und dann, ja, die Hälfte ist durch, dann geht's da. Müsste es hochgehen. Und am Seeende geht es dann richtig bergauf wieder. Was heißt richtig? Wahrscheinlich immer an der Hauptstraße entlang, nicht so steil. Muss zwar wieder, ich bin jetzt bei 700 Meter, 750. Muss dann nachher wieder ganz da oben auf 1270 wieder hoch, aber das sind etliche Kilometer. Also wie hier denkt man, ist flach. Nee, ist es überhaupt nicht. Hier geht es wirklich richtig hoch und runter hier an dem See. Aber naja, ich will mich nicht beschweren, ich habe es mir ausgesucht. Ich bin gleich immer an den Bahnschienen, an Bahnhöfen, an allen Orten, wo ich hier gleich fahre. Ich könnte jederzeit einsteigen. Also ich muss es nicht, aber ich werde es auf jeden Fall versuchen und ich werde es auch schaffen. Ich bin optimistisch. Naja, kleine Snackpause und dann geht's weiter. Ja, der Stausee führt Hochwasser. Also das ist ja nicht gut. Wenn da noch eine Menge zukommt, oh oh, das kann ja was werden. Der ganze Wald hier ist überflutet. Also das ist ein ganzes Stück höher, wie normal. Oh oh.
Bull oder Bull, Nils, weiß nicht, wie es ausgesprochen wird, habe ich ein bisschen so links liegen lassen. Jetzt bin ich hier schon draußen. So, 700 Meter war der tiefste Punkt. Jetzt habe ich einen schönen Blick aufs Schloss Gruyère. Oder Gruyère ist irgendwie so, naja, französisch halt. Toller Blick hier und jetzt müsste es ja fast nur noch bergauf gehen. 700 Meter, 1270, also ist noch einiges an Steigung, aber das sind ja fast 40 Kilometer bis zum höchsten Punkt, also ist auf viele, viele Kilometer verteilt. Da schauen wir mal, wie es aussieht. Ich glaube, das wird wieder ganz toll, wenn das Tal. Ich freue mich drauf. Warm ist es, anstrengend ist es auch, aber man kann gut fahren, macht Spaß. Ich bin ein ganzes Stück gefahren, jetzt sind es noch 40 Kilometer bis ins Ziel, wie der Ort hier heißt. Naja, habt ihr vielleicht gerade eben gesehen, auf dem Bahnhof, da stand ein Name drauf. Ja, aussprechen tue ich es mal nicht, aber bis jetzt ist es auch wieder ein schönes Tal, noch ist es ziemlich breit. Ja, Straße ist ein bisschen viel los, aber es geht, ich hätte gedacht, es wäre schlimmer, aber völlig okay. Mit Rennrad muss ich hier halb vorbei. Der normale Radweg geht ziemlich unten am Fluss entlang, aber das ist ja alles Gravel, Kiesel. Da kann ich nicht so gut fahren mit dem Rennrad. Aber ich wusste, dass es natürlich hier auf der Hauptstraße ein bisschen mehr los ist. Ich nehme das in Kauf und trotzdem kann ich es genießen. Ja, dann kann es weitergehen. Zwei sind 39 Kilometer nach Aigle, da hoch, da soll ich nicht, aber hier war gerade was Besonderes hier an diesem Ort, Mont Bouvant, da fuhr die Eisenbahn, der Zug direkt über die Straße mitten durch den Ort, richtig krass, habe ich auch noch nicht häufig gesehen, aber wenn denn in der Schweiz. Okay, ich habe noch 39, zwei sind. Bin erst bei Höhenmeter Nummer 800. Also es ist immer noch viel. Ich habe jetzt etliche Kilometer gefahren und noch nicht viel gewonnen. Ja, es wird aber noch was kommen. Schau ich mal. Endlich eine ruhige Nebenstraße hier, richtig nice, wunderbar. Thank you.
Ihr seht, wieder Zeit für eine Pause. Waren schon wieder etliche Kilometer. 22 Kilometer noch bis Zweisinn. Und diese Straße hier, schön einsam. Richtig klasse. Kaum Autos hier. Eigentlich nur die Bauern, die hier durch müssen. Und die Radler, aber da habe ich nicht viele gesehen heute. Muss ich sagen, ein paar kommen entgegen, aber ich schätze mal, heute ist Montag, aber hier sind die Ferien auch schon angefangen. Aber naja, die wollen heute halt nicht hier fahren. Ich zumindest, ja. Also hier bei Château d'Or, oder wie es gesprochen wird, keine Ahnung. Das ist auf der anderen Seite, da ist es jetzt der große Ort. Da bin ich jetzt auf der Höhe. Nächster Ort ist dann schon Sarnen, dann komme ich schon wieder in die deutschsprachige Schweiz. Also langsam kommt das Ende entgegen, aber ich mache jetzt nochmal eine schöne Pause hier. Ja, zwar keine Aussicht hier, aber im Schatten. Die Sonne kommt sogar nochmal wieder raus. Also es war bis jetzt eigentlich gar nicht so schlecht, dass sie weg war. Weil es ist relativ warm, 24, 25 Grad. Schönen Rückenwind habe ich. Perfekt, was will ich mehr? Und nach Gewitter sieht es auch eigentlich noch überhaupt nicht aus. Toi, toi, toi. Wahnsinn, Wahnsinn, Wahnsinn. Boah. Das war jetzt Sarnen. Ja, ich bin wieder im Kanton Bern. 12 Kilometer noch bis Zweisinn. Ich muss mich jetzt entscheiden, ob ich die Straße da hinten nehme, die ich letztes Mal genommen habe. Dann bin ich da von da oben gekommen. Da oben ist diese kleine Straße, oder ich nehme die Hauptstraße. Die ist etwas sanfter hoch. Ich glaube, die werde ich auch nehmen. Ganz ruhig. Ja, es wird ein bisschen mehr Verkehr jetzt sein. Die kommen alle aus Start hinaus. Aber naja, ich werde schon aushalten. Hauptsache. Ach, aber die Sonne brennt jetzt auf einmal wieder, ist wieder voll da. Aber egal, der Weg ist das Ziel.
höchster Punkt erreicht. Ja, war viel los auf der Straße, aber nur 4-5%. Das ging, aber die Sonne knallte rein. Jetzt geht's in die Abfahrt. Ich werde jetzt nicht die kleine Straße nehmen, sondern auf dieser Hauptstraße bleiben. Denn so langsam muss ich auch nach unten. Denn die ersten dicken Wolken fangen an zu quellen. Kann man jetzt hier nicht so gut sehen. Aber da oben war schon gerade eben ganz schön düster. Also mache ich die schnelle Abfahrt. Kurz durchschnappen. Auf der Kantonstraße hier. Auch wenn da viel los ist. Aber ich fahre gleich bergab. Mit 40, 50 Sachen. Und nicht die kleine Straße. Die kennt ich ja noch von gestern. Da geht es auch mal wieder hoch. Das brauche ich jetzt nicht mehr haben. Ich will jetzt nach unten. Nach ja, guten 100 Kilometern habe ich jetzt schon durch. Also abwärts geht's. Jetzt. Unten angekommen, war eine schöne Abfahrt von da oben, denn da waren zwei Baustellen, da wurden immer die Autos angehalten. Ich musste natürlich auch ganz an der Ampel stehen bleiben, aber dann war natürlich die Fahrbahn frei. Immer stoßweise kamen die Autos, also konnte ich richtig schön runterfahren. Ja, gerast bin ich nicht, da habe ich ein bisschen Respekt vor als Flachlandradler, dass ich das schaffe. Ich habe jetzt gerade mal die Daten geguckt, über 100 Kilometer. 1600 Höhenmeter sagt Komoot, na wie gesagt 1700 irgendwo dazwischen wird wohl die Wahrheit liegen. Es war aber wieder richtig schön, es war eine tolle Tour, wieder richtig eingeteilt auch von der Kraft her. Das Wetter hat gehalten, echt super, es war echt wieder eine sehr sehr schöne Tour. Ja, dass ich das immer schaffe. Training war dieses Jahr irgendwie nicht so viel. Das hatte ich auch schon vom Allgäu gesagt, ich bin irgendwie nicht dazu gekommen. Ja, wahrscheinlich YouTube hält auch ein bisschen auf. Und irgendwie war die Lust auch nicht so da. Wahrscheinlich wegen der ganzen Situation vor diesem kalten Mai. Und das große C hat er so lange einen beschäftigt. Jetzt ist er zum Glück ein bisschen weniger. Ja, und jetzt klappt es trotzdem, solche Gewalttour zu machen. Das Allgäu hat natürlich auch noch ein bisschen trainiert. Aber dass ich das trotzdem schaffe, das ist ja 3 Wochen her. Und dazwischen habe ich nicht viel gefahren, bis auf die 200 Kilometer Tour letztes Wochenende. Ja, und dann noch eine kleine Mountainbike-Runde. Aber es war eigentlich relativ wenig. Also, dass ich das immer schaffe und so gut einteile, dass ich es auch wirklich schaffe, finde ich immer faszinierend. Man kennt irgendwie seinen Körper. Das ist irgendwie, ist in einem so drin. Ja, okay, das war der heutige Tag. Ein richtig schöner Tag wieder. Also 2 schöne Tage gehabt. Oh, man sieht's. Es zieht langsam zu. Auf dem Alpenhauptkamm. Da sind schon die ersten Gewitter durchgezogen. Auch westlich von uns. Hul und so. Da sind schon die ersten kleinen Gewitter. Aber das ist noch gar nichts, was da jetzt kommen soll. In der Nacht soll es richtig heftig aufziehen. Eine richtige Unwetterfront mit sehr viel Regen. Die bleibt fast hier stehen. Viel Regen soll es geben, also ist morgen Ruhetag. Ja, keiner weiß, wie viel es geben soll. Die einen sagen höchstens 30 Liter, die anderen sagen über 100 Liter in den nächsten Tagen. Also es kommt ein bisschen drauf an, wo sich das festsetzt. Aber morgen ist auf jeden Fall ein Ruhetag. Boah, das muss ich jetzt haben. Ja, dann gucke ich mal, was als nächstes ist. Vielleicht übermorgen geht vielleicht was. So ganz schön wird es dann immer noch nicht sein. Aber der große Regen ist durch. Ich hoffe, ich muss hier nichts von Katastrophe oder irgendwas berichten bei der nächsten Tour. Ja, also, dann hoffe ich, es waren
eine schöne Bilder wird es bestimmt gegeben haben, wenn die alles was geworden sind. Also dann bis zum nächsten Mal und danke fürs Anschauen. Moin moin, muss ich hier ja nicht sagen. Ja, was soll ich hier sagen? Salve, arrivederci, ja, alles Mögliche. Ja, heute war es mehr Französisch. Au revoir, also dann bis zum nächsten Mal. Ja, morgen ist Ruhetag, auf jeden Fall. Also frühestens in 2 Tagen auf dem, ja, was haben wir? Mittwoch haben wir denn. Tschüss. Tschüss.